So, hallo und alle zur nächsten Folge von Dragon Ball Z in Minecraft. Wir haben schon angefangen richtig durchzusuchen, hast wieder vergessen, wann Schluss ist und wir nehmen durch die Bank weg auf. Läuft ganz gut, Moment. Ich bin hier die Farmschlampe irgendwie und mach für jeden was. Ich habe auch genug gefarmt. Es ist ja jetzt nicht, dass du nur farmst. Ja, gut. Ich habe noch Katana immer so, als hätte er alles, ja, alles ich muss jetzt, er nur gemacht. Ich habe alles nur gemacht. Alles habe ich gemacht. Boah, so viel. Warum, was macht denn der Skelett hier? Aber hier hinten muss irgendwo der Gottestempel sein. Ich möchte mal hinlaufen und möchte gucken, wenn ich das nächste Mal dahin finde. Ist es so, dass immer in der Nähe des Spawnpoints liegt oder gibt es den mehrfach auf der Welt Gottestempel? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass mein Steuerung gerade so hat, wie ich Er hat bin. Sich doch erst 2 Tage mit dem Mod auseinandergesetzt. Ja. Da kann man ja noch nicht alles wissen. Genau. Ja, gut, ja. Wenigstens einer, der mich versteht. Muss ich ja. Ich muss mit den gleichen Vorurteilen. Ich muss mit so Vorurteilen den ganzen Tag leben. Dass ich mich nicht ordentlich informiere über diverse Mods oder sonst irgendwas. Naja, mach ich auch nicht. Also ich informiere mich schon, aber es ist halt auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann 20 Stunden reinsteckt und dann trotzdem nicht alles erwähnen kann, zum Beispiel, weil es dann irgendjemanden gibt, der den Mod schon seitdem es den gibt, seit der Version 1.2.6 Beta in Minecraft spielt und der dann alle Kniffe kennt und der dann unten drunter sagt, wie dumm du doch bist, weil du nicht weißt, dass wenn man mit dem Schwert gegen den Stein oben in der linken Ecke schlägt, dass das Schwert dann kaputt geht, dass das ein Bug ist oder irgend so Zeug. Ja. Ja. Muss dir so vorstellen, wie so in einem Sparta-Film, weißt du, stehst vor so einem Krater, der Typ steht gerade vor dir und tritt dich dann so runter und schreit, das war nicht korrekt gelernt. Genau. This is incorrect. Ja. Okay, der ist wirklich direkt hier neben Spawn. Ja. Der ist ja hier, ich bin gerade da. Achso. Siehst du mal, spawnst, dass gleich Gott neben dir wohnt, das ist natürlich geil. Gell? Brauchen wir praktisch. Gold für irgendwas zufällig? Weiß, was sie machen. Aber du weißt doch, Gott ist überall. Nicht, dass ich wüsste. Du brauchst Gold für ein Z-Sword heilt. Für ein was? Aus einem Katana-Griff. Ah, okay, gut. Das heißt, da kann man sich eine andere Katana draus machen, die vielleicht stärker ist? Ja. Wahrscheinlich. Okay. Da kannst du das Z-Schwert machen. So, ich komme jetzt zu Gottespalast. Cool, und die Klinge, ist die trotzdem noch aus Eisen dann oder aus was anderem? Du brauchst dreimal das schwarze Zeug und 2 von den Klingen. Kann man Gottespalast abbauen? Dreimal diesen goldenen Griff und zweimal das Schwert von den Klingen. Du brauchst, Du bist sehr leise. Das schwarze Zeug. Du bist ziemlich leise. Bisschen lauter bitte. Warte kurz. Weißt du, an was mich das hier erinnert? Es gab mal eine Quake 3 Mod, wo man auch hier auf dem Gottespalast campen konnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich bin nur mein Zuhause nicht mehr. So besser? Ja, ja. Geht. Ich verstehe dich voll und okay. Ganz. Ja. Also du brauchst dieses schwarze Zeug, wie heißt das nochmal? Dammt! Ich weiß nicht, schwarzes Zeug? Du meinst hier dieses Katschin-Scherbe. Ja, genau. Und dann 2 von den Klingen. 2 von diesen Eisenklingen aber dann, ne? Ja. Okay. Und für den Griff brauchst du 2 Gold, 2 Leder und einen Katschin-Gingsebums. Da. Okay, dann fehlt mir nur das Katschin-Gingsebums. Wo bist du denn hier? Also ich habe jetzt schon 4 Dragon Balls. Ich hab 2. Wo ist denn hier unser Haus? So. In die Richtung da hinten. In die hier? Ja. Wir haben ein Haus? Ja, Spawn. Fragst du noch Holz, wir haben ein Haus? Dann doch. Hey, Haus? Geklaut. Sieht alles so gleich aus, das ist so ein kleines Problem. Ja, ich versuche wieder aus der Höhle rauszufinden. Ich glaube, hier ging es irgendwo raus. Das gibt ja eh keinen Fallschaden. Hier sind Kühe, also sind wir hier schon richtig. Würde das theoretisch da drüben sein.
So, ich glaube, ich habe jetzt langsam mal genug Eisen, ne? Ich habe nämlich hier fast einen Stack Eisen. Okay. Ich würde sagen, das reicht für alle. Ich habe von diesen Denke ich mal. Erzen, von den Diamanten, habe ich nochmal 17 Stück. Ja. Ich bin gerade dabei, aus der So. Höhle rauszufliegen. Da war so ein Creeper, der hat einfach, ist explodiert und mich einfach nach oben rausgeschossen. Also ein Stück zumindest, nicht ganz. Ungefähr da hinten müsste dir sein, glaube ich. Ja, überall Kühe. Ich schlachte einfach Ja. alles, was mir in die Quere Ich laufe noch ein kommt. bisschen durch die Pampa, vielleicht findet man noch einen dritten, letzten Dragon Ball. Ja. Dann komme ich in Richtung zu euch wieder. Hier sind so viele Höhlen, ihr habt so viele Ressourcen, ich will da gar nicht alles rein, weil ich nur sonst in Höhlen versauere. Ist So, ich richtig bin kurz schlimm. mal AFK. Oh. Gleich. Kein Deine Problem. Putze. Bezahlen musst du die Putzfrau. Ja. Tiere. Wir warten noch nicht, weil sonst wären die Tiere. Spawnen einfach die ganze Zeit. Die Dragon Balls, wie sehen die aus? Liegen die einfach am Gelb. Boden rum? Ja. Also so ein Item oder was? Gelb oder grau, die sehen aus wie so ein, keine Ahnung, kleines Ei Wie auf so dem ein Boden. ganz kleiner Viereck. Ja. Ähm. Also die sind so am Boden gebatscht. Da hinten ist Aldi. Ja, genau. Wo, wo, Da hinten, ich sehe dich. wo? Ah, da. Ich seh dich. Dem mein Fleisch ja gerade geklaut wurde vom Creeper. Muss ich mir jetzt Neues holen. Das habe ich dein Fleisch. Ah ja, war klar. Aber ich bringe ja dann hier genügend Neues mit. Ja, ich habe jetzt auch wieder 5 Stück. So, ich laufe dann mal zu Gottes Palast. In der Zwischenzeit sammle ich alles Dachte, ein, da was auf warst du dem Weg schon. liegt. Eine früheren Hier Version ist dein konntest du. Katana, gell? Achso, Hab du hast schon schon eins. neues. Okay. Dann behalte ich deins. Ja. Ich weiß, in der früheren Version, da konntest du dir die Attacken noch selber basteln. Also hast du das Kamehameha selbst gebaut. Okay. War ganz lustig. So, wo ist unsere Basis? Hier unten, Direkt gell? hier um die Ecke vom Berg. Fliege gerade irgendwie übers Meer. Richtung den Koordinaten. Was war das? 85 und Du musst. 218. Ja. Muss einfach nur nach einer großen Scheibe in der Luft Ausschau halten. Ja, wenn es die Chance laden würden, wäre das einfacher. Ja, glaube ich, macht nach der Folge einen kurzen Server-Restart. Ich glaube, es wird auch nicht viel ändern. Es liegt bestimmt am Mod. Das könnte sein. Wieder da. Arsch. Jo, hast du die Putze bezahlt? Nee, die putzt weiter. Also ich bin jetzt bei 85, 218. Hier ist nichts, hier ist mehr. Nicht 85, 218. 218 ist die Höhe. 218 ist die Höhe. Ja, ich habe nur auf die Koordinaten. Ich habe dir gedacht, du liest von oben nach unten durch. Deshalb habe ich gedacht, das Ach wäre so. die. Jetzt sehe ich Nee. die Scheibe. Jetzt hast du sie gefunden. Ich habe sie gefunden, die ist trotzdem in der Nähe. Ja. Ist natürlich cool. Ja, kann man immer mal hin, wenn man was braucht, vom Gott. Ist aber nicht Ja. sehr realistisch, da fehlt noch der Quittenturm unten drunter. Ja, gut. Hochklettern kann. Im Aber ein Kreis Meister hochlaufen. Kaio haben sie gedacht. Ja. Was, Meister Kaio? Ist das nicht der auf der kleinen Insel? Ja, genau. Der auf seinem eigenen Planeten. Den gibt's auch. Den gibt's auch, oder nicht? Den gibt's auch. Muss nur die Cool. Stange ganz ans Ende. Also anstatt du dich da wiederbelebst, läufst du einfach durch und dann kommst du zu dem. Genau. Ajo. Gut, ich bin nicht gestorben, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Spawnt auf einmal ein Baum neben mir. Ja. Ja. Irgendwas wollte ich gerade tun. Ah ja, genau. Ich habe das Biom gefunden. Ja? Ja. Gut. War wahrscheinlich in der Richtung, wo ich schon dachte. So, jetzt habe ich die ganzen Okay. Key-Attacken. Wie kann ich die nochmal nutzen? Ich habe keine Ahnung. Mit mittlerem Mausrad, da kannst du sie auswählen. Ah, okay. Da
Da gehen wir aber dann zusammen hin, oder? Ja, genau. Weil sonst kriegen wir ja die Punkte nicht. Mittleres Mausrad? Wie soll ich das verstehen? Einfach mit reindrücken. Passiert bei mir nichts. Doch, dann hast du rechts so einen Punkt an der Seite. So ein Punkt, ja. Wenn ich Mausrad drücke, passiert gar nichts bei mir. Okay, warte. Mensch, ich könnte irgend so ein Zauber, dass ich Tag mache oder so. Huch, jetzt habe ich schon wieder verdrückt. Kurz aufladen. Eigentlich war das mittleres Mausrad. Ja, genau, wenn du voll aufgeladen bist, mittleres Mausrad. Ich bin gerade voll aufgeladen, mittleres Mausrad, passiert nichts bei mir. Müsste eigentlich so ein weißer Punkt rechts über den 20 Dings da kommen. Nein, kommt gar nichts. Nothing. Ja. Noob. Kein weißer Punkt, kein gar nichts. Ich drück das Mausrad, aber kommt nichts. Okay. Ich kann keine Fähigkeiten, ich bin unfähig. Ja. Also ich habe mir die blauen Haare gemacht, gell? Ja, ist ja nicht schlimm. Ist so, falls weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich glaube nicht. Ist nicht schlimm. Nicht. Ich wollte noch sagen, ich hatte letztes Mal grüne. Oh, ich habe einen Dschungeltempel gefunden. Ja. Was auch den schon, hatte, ne? Glaube ich, eben schon mal jemand gefunden. Verdammt. Bargmäßig oder so. Ich mache mal Black Hair. Probier das nochmal. Ja. Passiert auch nichts. Du bist voll aufgeladen, ja? Ich bin voll aufgeladen. 10 von 10 und... Du drückst das mittlere Mausrad auf ein. Ich drück das mittlere... Ich habe nur ein Mausrad. Ja, wer weiß, vielleicht hast du ja zwei. Nein, ich hab gar nicht gefunden. Hier ist nämlich das ganze Zeug noch in den Kisten. Nur ein einziges Mausrad. Kann man das umstellen vielleicht? Muss mal gucken in den Einstellungen. Ich glaube ja. Und wie heißt das? Au, schon wieder so ein Creeper neben mir explodiert. Warum immer am Spawn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warte, ich schau. Optionen. Steuerung. Ja, gute Frage. Skills and Abilities, Sega System, Router. Okay. Nee, steht da nicht drin. Ich kann nichts machen, ich kann kein Mausrad drücken. Oder es geht auf Gottes Palast nicht. Das wäre die andere Alternative, aber. Ich bin gerade im Inneren von Gottes Palast. Wo seid ihr? Weit weg. Hier ist ein Problem, Anmarsch. Jetzt ist mir aus dem Palast gefallen. Schon wieder. Da oben sind ganz viele Gegner. Wo denn? Da oben sind ganz viele Gegner. Ich weiß übrigens gar nicht mehr, wo ihr seid, ne? Spawn. Ja, gut, die Koordinaten fehlen. Minus 238 plus 53, 65. Aber ist wieder nicht von oben nach unten, ne? Ja, dann einfach oben nach unten. Das heißt, du warst jetzt bei minus 238 bei X. Ja. Bei Z 65. Bei Y 64 und bei Z 53. Ja, das Y ist ja scheißegal, das ist nur die Höhe. Ja, 53 dann. Oh, hat hier noch jemand diese Warnai-Kristalle? Ich glaube, Spark hat noch welche. Ja. Welche Kristalle? Du hast auch schon eine Rüstung. Ansonsten muss ich... Ja, ich habe auch schon eine Rüstung. Ansonsten muss ich die eventuell nochmal zusammensuchen. Achso, ja, Kristalle und so Zeug habe ich hier. 17 Stück noch, glaube ich. Okay. So, ich gucke in der Zeit mal, wie man den Scouter macht. Jo, kann ich dir sagen. Glas, ein von diesen Work-Kristallen. Huch, da greift was. Ja, mich greift's wieder an hier. Gut, aua. Ja, das war ich. Ja. Verdammt, hätte ich mir einen blauen machen können. Ich hätte mir Lapis holen sollen. So, ja. Also Glas, Kaktusgrün, wenn du grün haben willst. Und Technik-Chip, hier eins. Wie macht man den Technik-Chip? Gold, Eisen, Redstone. Okay. Ey, da brauchen wir ja viel für. Da darf ich gleich wieder nach unten gehen, hätte man früher sagen können. Schade. Ja.
Ich hatte nämlich auch noch Lapis, da hätte ich mir einen blauen gemacht. Blau geht auch, ja. Ja, hätte ich mir machen können. Der funktioniert genauso. Nur halt mit Blau. Aber diesen Tech. Ah, okay. Du brauchst aber nur einen Technik-Chip. Also du kriegst aus einem Fertigungsprozess drei Technik-Chips raus. Ah, okay. Das ist ja schon mal etwas. Moment. Die Skelette, die haben auf die Fahrt eingestellt, die snipen nämlich ohne Ende. Das ist, weiß ich nicht. Das ist ein neues Mission anscheinend, ja. Ja, seit dem neuen Patch, glaube ich. Immer umso näher du rangehst, desto schneller schießen die. Verdammt! Oder Steffen, da war doch irgendwas. Scheiß brennen. Wo bist du gestorben? Was? Ich bin unten in der Höhle gestorben, einfach so abgebrannt. Ja, ich bin gerade in der Höhle, deswegen. Man verliert seine Items aber auch, wenn man stirbt hier, ne? Ja, dann ja. Zieh mich mal schnell hin. Alles klar. Ich weiß ungefähr, wo ich war. Wenn du verbrannt bist, sind seine Items auch gestorben. Nee, ich bin durch Lava durchgehüpft. Und so. Kannst du auch fliegen, Mensch. Ja, ich hatte aber ich hatte Ding nicht aufgeladen. Ich habe auf F gedrückt, aber hat es nicht aufgeladen. Auf C musst du aufladen. Wenn du es nicht umgestellt hast. Ja. Trotzdem komme ich in die Lava rein. Na egal, da hinten bin ich gestorben. Hab ja mein Zeug ruckzuck wieder. Ja. Dann ist das ja gut. Ja. Ich folg dir mal. Brauchst du denn. Warum willst du mir folgen? Ich will doch sammeln, das Zeug. Wenn du mir folgst, dann bist du an der gleichen Stelle. Er passt nur auf dich auf, dass du nicht wieder reinfällst. Alter, als ob. Der will nur wieder bei mir wegluchsen. Psst. Ich bin die ganze Zeit hier, das ist meine Höhle und ich möchte nicht, dass hier jemand in meine Höhle reinkommt und mir mein Zeug klaut. Würde ich nie tun. Wo ist deine Höhle? Weg! Weg! Geht weg! Lass mich in Ruhe! Sucht euch Freunde! So, wo ist der Typ? Wie viele Minuten sind wir denn? Wo ist der Typ? Bei 17 schon wieder, leider. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Wer? Den das interessiert. So. Steffen, wir machen einen Cut, gell? Okay, alles klar, macht einen Cut. Ja, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüsseln. Tschüss.